Hallo? Prokrastinierst du vielleicht gerade, indem du dieses Video guckst? Nicht schlimm, beziehungsweise ist sogar gut so. Ich verrate euch nämlich jetzt, was das ist, Prokrastination, und was wir dagegen tun können. Achtung, Cliffhanger! Aufschieben hat nicht nur schlechte Seiten. Gucken wir uns das an. Gründe, etwas nicht zu tun, sind schnell gefunden. Stimmt's? Hey, wir wollten nur noch putzen. Kommst du? Nee, ich kann jetzt nicht. Geh doch ganz schnell und muss auch gemacht werden. Na los. Stimmt. Komme. Ganz schön fies. Wir fangen also an, uns mit irgendwas anderem zu befassen. Und das muss nicht mal was Schönes sein. Aber im Verhältnis halt angenehmer als das, was wir eigentlich geplant hatten. Durch diese Ersatzhandlung entsteht kurzfristig ein positives Gefühl. Wir haben ja in gewisser Weise was Sinnvolles erledigt. Aber die Aufgabe, auf die wir so gar keine Lust haben oder vor der wir vielleicht sogar ein bisschen Angst haben, die wartet halt immer noch. Und natürlich lassen sich ungeliebte To-Dos auch herrlich mit Dingen rausschieben, die so gar nicht sinnvoll sind. Wie süße Tiervideos oder die nächste Folge der Lieblingsserie. Da kann es schon sein, dass das schlechte Gewissen parallel ganz schön wächst. Problematisch wird es, wenn Dinge so lange liegen bleiben, dass wir dadurch Schwierigkeiten bekommen und einen Leidensdruck entwickeln. Manchmal wird der Berg Unangenehmes auch so groß, dass man immer weniger weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Oh, shit. Schiebt nicht jeder mal unangenehme Dinge auf? Ich glaube, die meisten von uns kennen das von Zeit zu Zeit. Arbeiten im Haushalt, die Steuererklärung, Versicherungsorganisation, Arzttermine, das sind alles To-Dos, vor denen man sich gerne mal drückt. Eine Umfrage der Uni Münster unter Studierenden ergab, dass nur 2% von sich behaupten, niemals etwas aufzuschieben. Zunächst ist es wichtig, alltägliches Aufschieben von problematischem oder krankhaftem Aufschieben zu unterscheiden. Gelegentliches Aufschieben ist total normal. Prokrastination dagegen meint was anderes, nämlich eine Störung der Selbststeuerung. Also das sind diejenigen, die nicht nur ab und zu, sondern immer wieder Sachen aufschieben und dann auch darunter leiden. Bist du ordentlich? Wie machst du das? Warum es Menschen gibt, die immer wieder Dinge extrem und zum eigenen Nachteil aufschieben, ist nicht abschließend geklärt. Aber es gibt Hinweise. Unter den echten Prokrastinierern sind besonders häufig Studierende und Selbstständige. Was, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht nicht ganz so überraschend ist. Denn das sind Gruppen, die ihre Zeit freier einteilen können und dadurch natürlich eher Gefahr laufen, Tätigkeiten aufzuschieben. Aber die Berufsgruppe ist es nicht allein. Also ich glaube, ja, es ist angeboren und ich kann überhaupt nichts dafür. Klingt ein bisschen nach fauler Ausrede, aber Forscher der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dresden haben das tatsächlich untersucht und dabei was Spannendes rausgefunden. Sie haben das sogenannte Tyrosinhydroxylase-Gen untersucht. Je nach Ausprägung sorgt es für viel oder wenig Dopamin im Gehirn. Die Forschenden entdeckten einen Zusammenhang zwischen der genetischen Veranlagung für einen höheren Dopaminspiegel im Gehirn und dem Hang zum Aufschieben. Offenbar lassen sich Menschen mit einem höheren Dopaminspiegel im Gehirn leichter ablenken. Wieso Dopamin? Das ist doch ein Glückshormon. Also glücklich macht mich meine ganze Aufschieberitis bestimmt nicht. Dopamin kann aber noch viel mehr. Der Botenstoff sorgt etwa dafür, dass Informationen leichter ins Arbeitsgedächtnis gelangen. Mit mehr Informationen steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu verzetteln, sich ablenken zu lassen. Spannend, diesen dopaminabhängigen Effekt konnten die Forschenden bei den männlichen Probanden nicht feststellen. Immer auf uns Frauen. Nee, so einfach ist das nicht. Männer können genauso betroffen sein oder sogar noch mehr. Laut einer Studie der Uni Mainz zum Beispiel schieben 14- bis 29-jährige Männer besonders oft unangenehme Dinge auf. Nur Anhaltspunkte, ob das mit den Genen zu tun haben könnte, die fehlen eben noch. Auch die Erziehung und Sozialisation können eine Rolle spielen. Ein Problem kann sein, wenn man einfach nicht gelernt hat, sich zu organisieren oder unangenehme Aufgaben zu erledigen. Manchmal kann auch der eigene Anspruch, der Perfektionismus, im Weg stehen. Man setzt sich so hohe Ziele, dass man sie nie erreichen kann und dann lieber gleich aufgibt. Na, kommt dir das bekannt vor? Ja,
Ich habe manchmal einfach Angst, Sachen falsch oder nicht richtig gut zu machen oder sie gar nicht zu schaffen. Genau diese Angst zu versagen kann Menschen auch daran hindern, eine Aufgabe zu erledigen. Eine weitere Studie der Ruhr-Universität Bochum deutet etwa darauf hin, dass die Größe der Amygdala zumindest mitverantwortlich sein könnte. Wenn du dich jetzt fragst, Amygdala, was ist das denn? Dabei handelt es sich um ein kleines Gebiet mitten im Gehirn. Für die Studie schoben die Wissenschaftler über 250 Freiwillige in den Hirnscanner und ermittelten das Volumen verschiedener Hirnareale und deren Verknüpfungen miteinander. Probanden, die dazu tendierten, Dinge aufzuschieben, hatten eine größere Amygdala als solche, denen es leichter fiel, Aufgaben sofort zu erledigen. Die Amygdala ist zentral an der Verarbeitung unserer Gefühle beteiligt. Allen voran der Angst, die uns vor möglichen Gefahren und unangenehmen Konsequenzen warnt. Personen mit einer größeren Amygdala fürchten sich womöglich eher vor den Konsequenzen ihrer Handlungen. Aber darüber, was zuerst da war, die Prokrastination der Teilnehmenden oder die Veränderungen in ihrem Gehirn, sagen die Ergebnisse der Studie jetzt erstmal nichts aus. Das Henne-Ei-Problem eben. Prokrastination kann übrigens auch im Zusammenhang mit ADHS oder Depressionen auftreten. Eine eigenständige Krankheit ist Prokrastination aber nicht. Also ich fühle mich trotzdem oft ganz schön mies. Es kann ja nicht gesund sein, wenn man immer alles aufschiebt, was eigentlich dran ist. Aber es kann doch nicht sein, dass es gar nichts Positives am Prokrastinieren gibt. Ich glaube, folgendes Experiment könnte vielen gefallen. ProbandInnen sollten eine Geschäftsidee entwickeln und die wurde dann unabhängig von einer Jury beurteilt. Das Ergebnis war, dass die Einfälle origineller waren, wenn die Testpersonen vorher eine Runde Solitär oder Minesweeper gespielt haben. Ausschlaggebend war nicht, was sie gespielt hatten, sondern dass zwischen dem Aufgabenstellen und der Erfüllung eine zeitliche Pause lag. Das Fazit? Wenn wir direkt loslegen, verfolgen wir die erstbeste Idee. Durch das Aufschieben könnte dagegen das nichtlineare Denken gefördert werden, also das Kreuz- und Querdenken. Ich kenne das zum Beispiel vom Vortragsschreiben. Aber möglicherweise kann das Katzenvideo, das du dir kurz gönnst, deiner Entspannung dienen. Und danach legst du dafür umso zielstrebiger los. Ach so, na dann, super. Wenn das so ist, spricht natürlich nichts dagegen. Es kommt eben, wie so oft, auf die Balance an. Die gute Nachricht ist, dass Psychologinnen und Psychologen davon ausgehen, dass Prokrastination viel erlerntes Verhalten ist. Und das heißt, wir können auch wieder lernen, uns umzuprogrammieren. Wie? Da habe ich natürlich ein paar Tipps für euch. Ich bin ganz Ohr. Schreibe beispielsweise eine To-Do-Liste und sortiere alle Punkte nach Prioritäten. Plane konkret. Wann möchte ich die Aufgabe erledigen und wie viel Zeit habe ich dafür? Eins, zwei. Schätze dein Arbeitstempo richtig ein. Je konkreter du dein Arbeitsverhalten kennst, desto leichter lässt es sich ändern. Vermeide Störungen. Im Zweifel mal das Handy ausschalten. Große Aufgaben kannst du in mehrere kleine aufteilen. Und belohne dich zwischendurch für Geleistetes. Gönn dir zum Beispiel eine Auszeit mit einem Lieblingsbuch oder einer Folge deiner Lieblingsserie. Oder leg dich in eine entspannende Badewanne und versuch die Arbeitszeitreduktionsmethode. Ah, das klingt jetzt wieder ganz nach meinem Geschmack. Arbeitszeit reduzieren. Ja, klingt erstmal paradox, kann aber zum gewünschten Ziel führen. Lege dir ein realistisches Zeitfenster fest, das du nicht überschreiten darfst und verknappe die Arbeitszeit. Wer wenig Zeit hat, ist in dieser Zeit effektiver. Ich wette, alle Eltern erkennen sich hier wieder. Also seit ich Kinder habe, erledige ich ungefähr das Dreifache in der gleichen Zeit wie früher. Außerdem kann es helfen, Familie und Freunden von deinen Plänen zu erzählen. Dann kann die Erwartung der anderen als positives Druckmittel wirken. Und verzweifle nicht, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Solche Verhaltensmuster muss man üben. Dann fallen sie nach und nach immer leichter. Fassen wir zusammen. Prokrastination hat also psychologische und genetische Faktoren. So oder so lässt sich was dagegen tun. Und je häufiger es einem gelungen ist, desto besser wird man darin. Grundsätzlich muss es gar nicht immer so schlimm sein, wenn man sich nicht jedes Mal sofort an seine Aufgabe setzt, sondern erstmal was anderes macht und im Hintergrund die Gedanken schweifen lässt. Vielleicht kommen mit der Zeit auch so die besseren Ideen. Natürlich nur, wenn es ein gewisses Level nicht übersteigt, denn dann braucht es irgendwann professionelle Hilfe. Was schiebt ihr gerade auf? Und habt ihr noch einen heißen Tipp gegen Aufschieberitis? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Natürlich auch, ob euch das Video gefallen hat und welche Themen euch sonst noch interessieren würden.
Prokrastination gibt es auch in einem anderen Alltagsbereich. Unsere Tage sind ja oft vollgestopft mit Terminen. Arbeit, Einkäufe, Familie, Hobbys. Bis 21 Uhr sind wir total busy. Und statt dann direkt ins Bett zu gehen, zögern wir das immer weiter raus. Dieses Phänomen heißt Revenge Bedtime Procrastination. Wie ihr das vermeiden könnt, seht ihr hier in der ARD Mediathek. Und dass man gerade da, also im Bett, viel Spaß haben kann und dass das echt gesund ist, zeige ich euch hier. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.